So, meine Lieben, es ist 5.30 Uhr. Ich war gerade schon Facebook Live. Kurz mal eine Ansprache gehalten für den heutigen Tag. Gar nicht viel sagen. Tag startet jetzt. Ich war nur einmal mit euch eine Minute beten, atmen für Weltfrieden. Könnt ihr wieder live dabei sehen. Ja, es geht los. Eine Minute Frieden. So, Dankeschön und jetzt geht's weiter. Ich wollte einmal Tempelhofer Feld, einmal rum. 6 Uhr, 7 Kilometer. Gucken, ob ich's drauf hab. Und dann frühstücken. Das ist der Plan. Ja. Okay, danke. Mach nochmal so viele wie ich kann. Komm! Viel mehr geht damit nicht. Komm, hopp! 6. Komm, 3 Stück noch. Ich kann nicht mehr, Alter. 2 noch. Komm, 1 noch. Hoch! Hoch! Wie war das hier, oder? Ich muss gerade am Denken so für mein Tagebuch mal jetzt. 22.01.2021, 6:35 Uhr. Früh am Morgen. Und hier ist Riesenau. Ich gleich noch hoch. Bevor ich es wieder komme, ich schneide das nochmal zusammen. So, gerade hier in dieser kleinen Kirche. Kleine Gemeinde hier in Friedenau. Ja. Wir waren ein paar Mal beim Gottesdienst mit dem Fahrer mal gequatscht. Das ist hier Hauptstraße, Ecke Stierstraße. Bei der Aral-Tankstelle. Das ist hier der Hund. Da. Stierstraße, Ecke Hauptstraße. Hab ich. Wolltest du das mal sagen? Ich habe einen Geburtstag tagsüber ein bisschen meines Lebens im Gottesdienst verbracht. Am 26. Mai dieser Kirche. Weil ich wirklich an meinem Geburtstag eine Stunde lang Gottesdienst oder irgendeine Versammlung, eine kleine Feier war hier gewesen. An meinem Geburtstag haben die hier eine kleine Feier gemacht. Markiert. Kunstwerk soll das sein, oder? Art Gallery Open. Kunst. Vogel. Es ist 9.19 Uhr, 10 Grad. Gerade live hier beim Uetauer am 22.01.2021 in Berlin, in der Mutterstadt. The Live of Sendung bei Chechu TV. Deswegen kommen wir eine Flasche weg hier. Hier sind wir zerbrochen. Die auch mal noch mit. Da ist noch einer. War es irgendwas? Habt ihr gerade gefunden? Grüne CD. Burn After Reading. Ich hab gerade Glück gefunden. Ganz toll. Traffic. Hab ich Glück gesehen? Hab ich nicht gesehen? Wie heißt der denn mal? Rod Redford? Nee, Wie heißt der denn mal? Auf der Flucht. Sound Kimble. Harrison Ford. Harrison Ford, so heißt der. Harrison Ford, klar. Oh, was ist das hier? Hitler. Ach, oh, Scheiße. Vögel. Ich mach die Kamera kurz auf mich, ja?
Ja, wir sind entspannt, du bist wach. Ich bin müde noch, ich bin extrem müde, Alter. Muss ich wieder schlafen, ey. Bisschen länger. Ruhe schlafen, das wäre jetzt geil, Alter. Das Wechsel finde ich bei mir auch immer ab und zu. Mir fühlt sich müde, wie viel wach. Müde, wach. Das ändert sich schon mal so manchmal bei mir so ein Leben. Mit grün. Hört sich bei mir immer so nach Gefahrenlage oder so. Nach Lebenssituation. Was ist das hier? Man steht hier auf der Busspur. Das ist ein scheiß LKW. Was ist das für ein scheiß? Ist das ein Tanklaster? Was ist das hier? Das gibt relativ viel, dass es bei den Menschen auch so immer so nach müde oder traurig oder Hunger, Durst. Aber wenn du dann wirklich in einer Notsituation bist, bist du plötzlich wieder da. Ja, da ist die Müdigkeit weg. Obwohl du eigentlich todmüde bist. Solche Soldaten, also vor allem müssen ja im Krieg auch kämpfen, obwohl sie todmüde sind oder so. Mal großen Respekt vor einem Soldat hier. Mein Kind ist Freund, die Matthias Bronk oder so. Ich möchte das nicht machen. Ich möchte nicht bei der Bundeswehr sein. Finde ich gut. Kaiserreich. Mega. So, ich war Kat. So, meine Lieben. Ich hoffe, das Video davor war jetzt nicht ganz so schlimm, anstrengend für euch. Wie gesagt, guck mal Nachrichten. Vorsichtig, was hier los ist in der Welt. Finde ganz schlimm hier mit Herrn Rossen. Warum der schon wieder den Menschen so viel Angst macht. Diesen verblöden Corona-Schwachsinn. 100.000 Neuinfektionen befürchtet er. Ich würde am liebsten ihm sagen, halt deine Fresse. Aber darfst du wieder nicht. Also sage ich, lieber Herr Drosten, hören Sie bitte auf, den Menschen Angst zu machen mit diesen Schwachsinn. Wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und jetzt sonst noch so? Intensivmediziner waren vor extremer Belastung, bla bla bla, Corona hier und da. Irgendwas anderes noch? Nö, Spahn macht Panik so Geduld, es gibt Hoffnung, auch schön. Impfung, nur noch Corona, bla bla bla, ich krieg gleich Kotzen. Also nichts wichtig. Die Erinnerung wollte ich vielleicht euch nochmal zeigen. Guck mal, Herr Hofreiter hat mir ein grünes Herz gemacht, danke. Silvi war ganz nett, gestern telefoniert. Läuft ja halt bei Facebook so jetzt, sehe ich nicht schlimm. Guck mal die Erinnerung an. Wollte ich euch ja sowieso mal zeigen, wa? Original, die von Musik. Meine Videos. Die von Musik nicht. Bin froh, dass sie weg ist. Aus meinem Leben. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes oder so. Ist ein lieber Mensch. Aber sie hat mir das Herz gebrochen. Und deswegen ist es auch gut denn jetzt. Ja, sie ist in ihrer Welt und ich bin in meiner. Viel schlimmer finde ich das Video hier. Wenn ich mir das Video angucke, muss ich fast weinen. Weil es zwei meiner allerbesten Freunde sind. Die beiden, würde ich schon sagen, haben absolut reines Herz. Sind zwar richtig, richtig gute Menschen. Die vermisse ich ganz doll. Alle beide. So, Sushi will ich auch gerne mal wieder essen. Lange nicht mehr essen. Ja. Ach nee, war Bücher nicht. Wir wollten Vers des Tages machen, genau. Ich krieg mich gleich wieder ein, ne? Seid mir ein bisschen Verständnis, dass ich da mal ein bisschen traurig bin, ja.
Wenn ich so Änderungen sehe, immer so ist mein Leben immer erst voll traurig. Also Freitag, 22.01.2021, Vers des Tages. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Aus Matthäus, Domik, Neues Testament. Wie lange geht der Quatsch hier? Meine Güte. Okay, dann müssen wir jetzt alle durch. Was ist das jetzt hier? Neues Testament, Jesus. Erster, wo Jesus erstmal auftritt in der Bibel, würde ich jetzt sagen. Matthäus, Markus, Lukas sind die Evangelien. Matthäus ist der Erste. Das ist also die erste Geschichte von Jesus Christus hier. Fünfte Abteilung hier, fünfter Band. Oder weiß ich was, keine Ahnung. Muss man mal Hendrik fragen, welcher berechtigt hier ist von der Bibel. Die Bergpredigt, das haben wir doch schon gelesen, tausendmal, oder? Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger versammelten sich mit ihm. Dann begann er sie mit den folgenden Worten zu lehren. Wenn Jesus glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Das haben wir doch schon tausendmal gelesen, oder? Immer wieder. Also ich glaube, das habe ich schon tausendmal gelesen. Kann ich schon fast auswendig. Also seid mir nicht böse, aber das lese ich jetzt nicht nochmal. Wenn ihr von... Das sind auch die von Gott ist. Ja? Also lest ihr bitte selber, ich finde gut den Vers hier, aber ich habe den einfach schon zu oft jetzt gelesen. Dann irgendwann eine Million mal reicht sein. Okay, ich glaube, wir haben's. Ich habe euch lieb. Und bis später. Ciao.